Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute meinen Mentor wieder zugeschaltet. Heute ist er in Zypern und deshalb freut es mich, den Dr. Heinz Reinwald wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Heinz, herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo Alexander, freut mich. Hoffentlich bist du irgendwann mal wieder da, gell? Aber eben nicht zu diesem Preis, den wir heute zahlen müssen, gell? Genau. Super. Lieber Heinz, ich habe in einer Zeitschrift mal gelesen, dass Wechseljahrproblematiken auch einen Zusammenhang haben mit schlechter Entgiftung. Und das ist ja genau dein Part, wo du mir auch immer wieder gelehrt und geschult hast, zwar eben diese Entgiftung. Und kannst du mir sagen, wie denn dieser Zusammenhang steht zur Wechseljahrproblematiken? Denn das ist ja ein großes Problem heutzutage, wenn ich immer wieder höre. Ja, naja, zumindest in den westlichen Gesellschaften, in denen die westliche Lebensweise vorherrscht, muss man vielleicht sagen. Aber was sind denn Wechseljahrsbeschwerden oder Probleme? Oder was sind denn überhaupt Wechseljahre? Das muss man vielleicht vorher ein bisschen klären. Es ist im Grunde das Ende des Reproduktionszyklus von Frauen. Das heißt, die damit einhergehende hormonelle Umstellung der Frau und das Ausbleiben des Zyklus. Und dieses Ausbleiben des Zyklus in Verbindung mit der hormonellen Umstellung bedeutet eine Reduzierung der wesentlichen weiblichen Sexualhormone, der Östradiole und Progesteron. Das Testosteron bei der Frau bleibt in dieser Zeit einigermaßen gleich. Das Ausbleiben des Zyklus bedingt aber auch, und jetzt die eingangs gestellte Frage, dass eine wesentliche Möglichkeit der Frau zu entgiften ausbleibt. Nicht? Wir kennen ja den Satz von Hildegard von Bingen, die damals sagte im 12. Jahrhundert, dass die Regelblutung, die monatliche Blutung der Frau die Möglichkeit ist, einmal im Monat die schlechten Körpersäfte auszuscheiden. Ja, klar. Und diese Ausscheidungsmöglichkeit bleibt dann eben aus. Wir wissen auch, dass Frauen erheblich weniger Schweißdrüsen haben als Männer und umgekehrt eben Männer mehr Schweißdrüsen, also im Schweiße deines Angesichts, nicht? Musst du für die Frauen arbeiten. Und dieses Ausbleiben der Regelblutung, und wie gesagt, bedeutet auch das Ausbleiben der Entgiftungsmöglichkeit über die Monatsblutung. Mhm. Wenn wir uns nun die Beschwerdebilder anschauen, Hitzewallung, Schweißausbrüche, nächtliche Nachtschweiß mit anschließendem Frösteln, dann erinnert das durchaus an die sogenannten Herxheimer-Reaktionen, also das heißt Entgiftungsreaktionen, bei denen der Körper nicht ausreichend in der Lage ist, diese Gifte auszuschalten. Wir haben Stimmungsschwankungen, wir haben nervöse Unruhen, bis hin dann auch zu Depressionen, das sind alles auch Beschwerdebilder, die wir bei Entgiftungsreaktionen sehen oder stark vergifteten Patienten. Mhm. Das ist also die eine Seite. Die schulmedizinische Antwort auf diese Absenkung oder starke Absenkung der weiblichen Sexualhormone ist die sogenannte Hormonersatztherapie. Auch das kennen wir hinreichend. Das heißt, eine Kombination aus Östrogen und Gestagenen. Und wir kennen aber auch das Risiko aus dieser Hormonersatztherapie, nämlich das erhöhte Risiko von Gebärmutterkrebs und Brustkrebs. Viele Frauen fühlen sich mit dieser Hormonersatztherapie sehr gut, muss ich dazu sagen, und sind auch nicht bereit, da viel dran zu ändern, weil die ganzen Umstellungsmodalitäten und die Umstellungsbeschwerden für sie sehr viel unangenehmer, auch bis hin zum Libidoverlust, sehr viel unangenehmer sind als die möglichen Risiken einer Krebserkrankung oder Ähnlichem. Und hier müssen wir eben einsetzen mit unserer naturheilkundlichen Betrachtung. Denn wir haben ja in den vorangegangenen
Interviews, die wir gemeinsam gemacht haben, und es sind ja schon einige, immer wieder die ketogene Ernährung im Mittelpunkt. Und wir haben in den letzten Vorträgen oder Interviews, die wir gemacht hatten, auch darüber diskutiert, dass nicht nur die Energieversorgung über die ketogene Ernährung verbessert wird, was ja im Hochleistungssport im Moment auch in Deutschland anfängt, Früchte zu tragen. Deutschland ist dann immer 15 Jahre hinterher, nicht? Also in den USA ist das ja schon lange gang und gäbe. Wir wissen auch, dass bei Naturvölkern weder die bereits besprochene Akne noch eben die Wechseljahrsbeschwerden sind. Also muss ein Zusammenhang zwischen Ernährung, Lebensstil und Bewegung mit einbezogen werden. Mhm. Wir hatten ja gesagt, dass eben diese ketogene Ernährung nicht nur das Thema Energieversorgung, sondern eben auch den Hormonstoffwechsel, die Anabole-Katabole-Komponente mit beinhaltet. Und ich habe immer wieder betont in den letzten Interviews zum Thema ketogene Ernährung, dass Insulin, das, und in dem Fall Hyperinsulinämie, das heißt ein zu hoher permanenter Insulinspiegel aufgrund einer kohlenhydratreichen Ernährung, als anaboler Faktor, als Wachstumsfaktor, die anderen anabolen Faktoren, als das sind das Wachstumshormon, die Sexualhormone, und die spielen ja bei Wechseljahrsbeschwerden eine wichtige Rolle, ebenfalls beeinträchtigt sind. Ähnlich wie bei fettleibigen Jugendlichen, bei denen die Wachstumshormone, die Sexualhormone unterdrückt werden und zur retardierenden Geschlechtsentwicklung führen, ist es umgekehrt. Dann in den Wechseljahren, wenn Frauen in die Wechseljahre kommen und es zu einer überhöhten Absenkung der beteiligten Sexualhormone kommt. Nicht? Ich hatte immer wieder ausgeführt, dass die Hypophyse und Hypothalamus, dass die diese anabolen Faktoren überprüfen. Und wenn Insulin zu hoch ist, dann ist der anabole Spiegel insgesamt für den Hypothalamus okay. Und das bedeutet, dass die anderen Hormone oder die anderen Wachstumsfaktoren wie Sexualhormone übermäßig reduziert sind. Und das ist auch bei den Wechseljahren der Fall. Gehen Frauen in dieser Phase in eine Low-Carb, in eine kohlenhydratarme Ernährung über, so werden sie eine erhebliche Verbesserung ihrer Symptomlage spüren. Wenn sie darüber hinaus noch die Entgiftung unterstützen in dieser Phase, die Entgiftungsumstellung in dieser Phase, dann haben wir eben festgestellt, dass das Ganze sehr positiv verläuft. Ist ja verrückt. Eigentlich so einfach. Und ich kenne so viele Damen, die 2-3 Jahre leiden ohne Ende. Ich kenne auch Damen, die diese Hormontherapien gemacht haben, die Hormonersatztherapien, also auch mit schrecklichem Ausgang leider. Viele der Damen sagen, das würden sie nie mehr machen. Und in der Zwischenzeit habe ich auch Hormonärzte schon hier gehabt. Die sprechen immer wieder von natürlichen Hormonen und nicht von chemischen. Ja, das ist schon richtig, dass es zwei Richtungen gibt. Also die einen mit der natürlichen Hormonersatztherapie, aber das löst ja auch das Problem nicht. Das Problem ist eine Verschiebung der Anabol-Katabolen-Achse aufgrund einer zu kohlenhydratreichen Ernährung und damit einer sogenannten permanenten Hyperinsulinämie, das heißt eines zu hohen durchschnittlichen Insulinspiegels, der wieder von unserem Hypothalamus Hypophysen-Achse entsprechend eingepegelt wird, und dadurch wird die Stimulierung der anderen Hormone unterdrückt. Mhm. Das, wie gesagt, analog zur Fettleibigkeit von Jugendlichen, die dann eine retardierende Geschlechtsentwicklung haben, das hatten wir ja schon in einer früheren Sendung, haben wir hier eine zu starke Reduzierung der anabolen
Begleitkomponenten zu Insulin. Nicht? Insulin kann ja separat gebildet werden von der Bauchspeicheldrüse, ja, während die anderen Wachstumshormone und Sexualhormone über die Achse Hypothalamus-Hypophyse gesteuert werden. Also ich finde, das ist ja... Bleibt dann zurück. In dem Moment, in dem ich das Insulin runtertue oder runterkriege, aufgrund einer erhöhten Insulinsensitivität durch mehr Bewegung, aufgrund einer Low-Carb-Ernährung und dadurch ein Absenken des Insulinspiegels, habe ich die anabole Komponente Insulin reduziert und dann können entsprechend die Wachstumshormone und die Sexualhormone wieder ihren natürlichen, auch altersbedingten Niveau angepasst werden vom Körper. Das kann aber nicht geleistet werden, weil eben das Insulin ständig zu hoch ist. Mhm. Also Insulin ist ein ganz zentraler Faktor in diesem Spiel. Und es geht also bei der ketogenen Ernährung nicht immer nur um die Energieversorgung über die Ketose, sondern eben auch um die Balancierung der anabol-katabolen Faktoren im Organismus. Und da fängt man auch mal an mit einer leichten Ketose und je nachdem, wie der Körper reagiert, kann man auch die Ketose erhöhen, dass man höhere Ketonwerte hat, oder? Ja gut, ich unterscheide ja zwischen einer ernährungsphysiologischen Ketose, die allein schon dadurch zustande kommt, dass ich eine längere Nahrungspause habe, dass ich kohlenhydratarm mich ernähre und dann entsprechend eine Bewegungsleistung habe, die zu einem, ich sage mal, normalen Ketosespiegel von 0,5 bis 1,5 am Abend führt. Okay, ganz leicht und dann sollte sich das einpedeln. Hä? Wir sprechen aber auf der anderen Seite auch von einer therapeutischen Ketose, die wir einsetzen dann, wenn ich Patienten habe mit einer chronischen Erkrankung. Mhm. Jetzt noch eine Frage. Ich höre immer wieder, dass der Körper der Damen durch die Pille, durch diese jahrzehntelange Hormonbehandlung Auswirkungen hat, zum Beispiel auf die Nebenniere. Und die Nebenniere hat dann wirklich Anstoßprobleme, letztendlich diese Balance zu halten, die insbesondere dann in den Wechseljahren große Probleme macht. Ist es genau da die ketogene Ernährung, diesen Zustand, der genau diese Nebenniere unterstützt? Ja, auch hier haben wir wieder, vielen Dank für diesen Hinweis, das ist ein sehr wichtiger Hinweis sogar, denn die Nebenniere, also jene Organe, die Cortisol produzieren, das sind ja die katabolen Faktoren. Mhm. Ja, wenn wir jetzt eine Überlast der anabolen Faktoren haben, aufgrund von überhöhtem Insulin und dadurch zwar reduziertem Sexualhormonspiegel, aber auf der anderen Seite benötigen wir eine katabole Korrektur, die nicht mehr möglich ist, weil die Nebennieren diese Leistungen nicht mehr erbringen können aufgrund des langjährigen Pillenkonsums, dann haben wir einfach eine doppelte Falle. Wir haben auf der einen Seite die Falle des Hyperinsulinismus und auf der anderen Seite die Falle, dass wir die Nebenniere geschädigt haben über die langjährige Einnahme von Antibabypillen. Mhm. Das insofern, hast du jetzt die katabole Seite dieses Anabolismus ins Spiel gebracht, die eben auch eine wichtige ausgleichende Rolle spielt, die da nicht mehr richtig funktioniert. Dann lass uns einfach nochmals kurz auch über diese Umstellung der Ernährung kurz reden, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer, die gerade betroffen sind, auch mal eine Ahnung haben, was ketogene Ernährung heißt. Auf was müssen sie verzichten und was dürfen sie mehr? Ist es überhaupt Verzicht auf... Naja, verzichten klingt immer so nach heftig. natürlich, wir sind in unserer Gesellschaft gewöhnt, die sogenannten Sättigungsbeilagen als das Zentrum unserer Ernährung zu sehen. Und das sind Nudeln, Kartoffeln, Knödel für die Bayern und Franken, Semmelknödeln und Kartoffelknödeln. Aber wir müssen uns doch mal ehrlich sagen, diese Menge an Kohlenhydraten, und das ist das Problem, Menge an Kohlenhydraten und Menge an Zucker, bei gleichzeitig eingeschränkter Bewegungsleistung, wir laufen ja nicht mehr zum Postkasten um die Ecke, wir fahren ja hin mit dem Auto. Diese Kombination aus
Zuckerlast, kohlenhydratreicher Ernährung und Bewegungsentlastung durch Technik. Ja, man muss sich ja nur mal alte Filme anschauen, Filme vor dem Krieg, also als es noch gut Essen gab. Das sind alles schlanke Menschen, nicht? Und es ist schon hier der Zusammenhang zu sehen. Und Verzicht heißt in dem Fall einfach Reduzierung von Kohlenhydraten, Reduzierung von Zuckern, Erhöhung der Bewegungsleistung, Versuch wieder das Ganze über Treppensteigen statt Lift, über Kurzstrecken laufen statt Kurzstrecken fahren zu kompensieren. Und wenn eine chronische Erkrankung da ist, wenn ein pathologischer Fall da ist, dann muss man halt wirklich die ketogene Ernährung auch unter therapeutischen Gesichtspunkten sehen. Also, aber da gibt es ja inzwischen zahlreiche Literatur. Und ich muss immer wieder auf das klassische Grundlagenwerk von Dr. Lutz, Leben ohne Brot, zurückkommen, von dem ich auch diese zweite Komponente neben der energetischen Komponente über die Ketose als Energieversorgungsmoleküle bekommen habe. Der hat bereits 1967 darüber informiert und dann später eine große Arbeit zusammen mit Professor Scholle geschrieben, ein Veterinärmediziner aus Hannover. Beide sind inzwischen verstorben, aber das Erbe muss weitergetragen werden. Diese zweite Komponente, die hier gerade bei den Wechseljahrsbeschwerden eine wichtige Rolle spielt, ebenso wie bei Fettleibigkeit und retardierender Geschlechtsentwicklung bei Jugendlichen, die eine ganz wichtige Rolle spielt, nämlich die Anabol-Katabole-Verschiebung, die Verschiebung dieser Achse, dieses Gleichgewichts, zu Lasten eines Anabolismus über den Hyperinsulinismus. Und das ist ein zentrales Problem, das ich wieder zurück ins Bewusstsein auch meiner medizinischen Kollegen tragen möchte, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und deswegen ist für mich dieser Klassiker von Dr. Wolfgang Lutz so wichtig, weil er der Einzige ist, der darauf hinweist. Vielleicht noch Dr. Bodo Köhler, der hat das auch entsprechend von der Balancierung des Anabolismus und Katabolismus weitergetragen. Aber das war es dann in der deutschen Medizinerlandschaft, nicht? Und das, obwohl immerhin 13 Auflagen dieses Buches von über 80.000 Lesern gelesen wurde. Ja, es ist erstaunlich, wie hartnäckig gewisse Dinge einfach ohne Lobby immer wieder versandet, oder? Ja. Wenn niemand Interesse daran hat, ich sehe das auch immer mehr. Nochmals, ich meine, ich mache ja auch diese ketogene Ernährung und ich finde sie eigentlich überhaupt nicht schwierig und überhaupt nicht anspruchsvoll. Es ist einfach, wir verzichten grundsätzlich auf Brot. Meine Frau macht Brot aus Kleie. Das heißt, ich verzichte auf gar nichts und ich esse einfach ein Kleiebrot und das ist meiner Erachtens sogar viel leckerer. Es lastet nicht auf. Ich habe nie einen aufgeblähten Bauch. Es ist perfekt. Und aus Kleie kann sie auch einen Pizzaboden machen. Nudeln essen wir aus Soja oder Mungo oder Edamame. Da gibt es so also Versionen. Wirklich ohne Kohlenhydrate, super Nudeln. Ich habe das Gefühl, ich verzichte auf gar nichts. Ja, ich möchte aber jetzt auch nochmal klarstellen, es geht nicht darum, No Carb. Ja. Low Carb ist nicht No Carb. Ja, ja. Ja, ich habe ja überall Kohlenhydrate drin, aber natürlich wenig. Es ist auch ein Unterschied, ob ich relativ gesund bin, eine gute Bewegungsleistung habe oder ob ich eine chronische Erkrankung habe oder eben, wie gesagt, Wechseljahrsbeschwerden. Wenn das der Fall ist, dann rate ich dringend, die ketogene Ernährung ins Auge zu fassen, und zwar etwas strenger für eine gewisse Zeit, eine gewisse Periode der Umstellung, vielleicht mit einer Entgiftungskur zu kombinieren und dadurch auf gesunde Weise und nicht auf medikamentöse Umstellung mit diesen Risiken, die du ja auch und die ich ja auch bei Patientinnen immer wieder erlebe, die dann eben ein paar Jahre später mit entsprechend Brustkrebs oder Gebärmutterkrebs aufwachen. Kannst du mir noch was sagen innerhalb von der ketogenen Ernährung, was die Proteinversorgung angeht? Man darf Fleisch essen, bitte einfach hochwertig, aber man muss nicht. Aber man könnte hier was tun, was natürlich den dritten Motor in uns drin
zum Laufen bringt. Und könntest du mir da noch was sagen? Naja, gut, das Thema Fisch, Fleisch, Geflügel, das ist jetzt unser altes Thema, Fleischesser, Vegetarier, Veganer. Wir haben ja ein Ersatzprodukt, eine Aminosäurenformel, mit der wir in der Lage sind, optimal die Proteinversorgung auch für Veganer und Vegetarier zu gewährleisten, ohne dass sie auf tierische Produkte zurückgreifen müssen. Mit dem zusätzlichen Vorteil, dass diese Aminosäuren nahezu keine Stickstoffabbauprodukte wie zum Beispiel Stickstoffabfall produzieren oder eben auch Zucker. Denn alle Nahrungsmittel produzieren Zucker. Alle. Außer Fett. Nicht? Und selbst über Fett kann ich über den Nicht-Kohlehydrat-Vorstufe Glycerin auch, kann der Körper auch Zucker bilden. Also das heißt, in dem Moment, in dem ich diese Aminosäurenkombination MyAmino verwende, habe ich die Zuckerlast aus dem Proteinstoffwechsel weg und die Stickstoffabfalllast aus dem Proteinstoffwechsel weg. Was ein erheblicher Vorteil ist, wenn ich eine therapeutische Ketose erreichen will, zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen. Also auch da wieder, ich mag mich an eine Formel erinnern von dir, wenn ich ein 100 Gramm Stück Fleisch esse, habe ich eigentlich in diesem Stück Fleisch ungefähr 35% Proteine. Und von diesen Proteinen nehme ich eigentlich nur etwa ein Drittel auf, als zwei Drittel sind Stickstoffabfall und ein Drittel ist effektiv Proteine, die ich verwerten kann, richtig? Ja, ja. Etwa in diese Richtung. Nicht? Das gibt also relativ wenig. Naja, sagen wir mal so, bei den tierischen Proteinquellen ist der anabole Faktor, also das heißt, die zur Proteinsynthese dienenden Aminosäuren, noch sehr viel stärker vorhanden als bei den Proteinquellen aus pflanzlichen Produkten. Ja. Das ist ja noch niedriger. Also der Stickstoffabfall und die Glukoseproduktion bzw. über Gluconeogenese erzeugten Zucker erheblich höher. Also ein Vegetarier, der kein Fleisch isst, und sagt, er isst immer jeden Tag genügend Soja, damit er genügend Proteine hat, ist das, stimmt das? Kann er genügend Soja essen, um genügend Proteine zu haben? Ja, er kann, aber dann würde er den ganzen Tag essen. Das ist die eine Sache und ob Soja eine gute Proteinquelle ist, das möchte ich mal stark anzweifeln. Weißt du, das ist schon wichtig, dass wir darüber reden, weil viele Leute sagen, ich brauche nichts mehr zu supplementieren, ich brauche keine Proteine, ich esse genügend pflanzliche Produkte, aber genau hier habe ich so viel Stickstoffabfall, was ja letztendlich alles Mögliche auslöst, bis zu Ammoniakbildung und das wieder ins Blut geht und ins Hirn. Stickstoffabfall ist ja Ammoniak. Ja. Insofern habe ich natürlich bei pflanzlichen Proteinquellen erheblich mehr Stickstoffabfall. Ich habe aber in der Pflanze relativ weniger Protein. Also das heißt, ich muss mehr Protein essen, um auf den gleichen auf das gleiche Proteinniveau kommen wie in tierischen Produkten. Das heißt, erheblich mehr Stickstoffabfall, ganz klar. Ein Statement von dir, also Vegetarier sollten sich wirklich ernsthaft über eine Supplementierung von Proteinen Gedanken machen und nicht dem Märchen verfallen, sie könnten über Pflanzen genügend Proteine aufnehmen. Die hätten sie zwar schon, aber der Körper macht daraus Stickstoffabfall. Genau. Der Körper bildet einen hohen Anteil daran, Stickstoffabfall, das ist völlig richtig. Aber ich möchte nochmal auf Soja zurückkommen. Soja ist ja im antiken China, war ja eine der fünf heiligen Pflanzen. Aber im Gegensatz zu den anderen vier heiligen Pflanzen war Soja kein Lebensmittel. Es gab Dünger, gell? Es hat wesentlich zur Agrarrevolution in China, 1500 Jahre vor der Agrarrevolution im Mittelalter in Europa über die Dreifelderwirtschaft beigetragen.
erst im, als man die Fermentierung entdeckt hat, das heißt, dieses Düngemittel Soja, das ist ein Stickstoffbildner, der das Pflanzenwachstum anregt, erst mit der Fermentierung dieses Stickstoffbildners hat man Soja essbar machen können. In bestimmten Fermentierten, zum Beispiel Sojasauce, Miso und so weiter. Aber es ist eben kein Nahrungsmittel, das in größeren Mengen zugeführt werden sollte. Okay. Vielleicht noch etwas. Ich hatte kürzlich gerade das Vergnügen, den Arzt Dr. Kurt Musetter bei mir gehabt zu haben. Und dann habe ich nur gestaunt, dass dieser Mensch auch schon seit 10, 15 Jahren, also und du glaube ich seit 20, 25 Jahren, über die ketogene Ernährung predigt, macht und tut. Und das im Spitzensport. Also ja. Zum Beispiel mit Jürgen Klinsmann zusammen hat er in der deutschen Bundesliga es ja eigentlich auch unter anderem mit der Ernährung geschafft, dass die Deutschen dazu mal den Weltmeisterschaftstitel gekriegt haben. Sie haben das Wunder von Leipzig geschafft, aus der dritten Liga in die Champions League und haben eigentlich dieses Märchen, ich brauche Kohlenhydrate, um Leistung zu bringen, wirklich schon längst widerlegt. Aber Heinz, es hält sich noch heute. Die jungen Leute machen ein Fußballspiel und was machen sie vorher? Ein Spaghetti-Plausch. Weil man Kohlenhydrate braucht. Oder die berühmte Nudelparty vom Triathlon. Ja, ja. Aber es ist in den USA, die Vorreiter für die ketogene Ernährung im Spitzensport, das sind die Doktoren Stephen Pinney und Jeff Wallach, die beide zwei hervorragende Bücher geschrieben haben, eben eins, Spitzenleistung im Spitzensport durch ketogene Ernährung. Das kann ich nur empfehlen. Ich kann auch empfehlen, für diejenigen, die Englisch gut genug sprechen, sich mal ein paar Vorträge im Internet dazu anzuhören. Das, was Sie über den Spitzensport sagen, gilt genauso natürlich für die Krankheit. Für chronische Erkrankungen. Ja, logisch. Gilt natürlich genauso für unser Grundthema Wechseljahrsbeschwerden. Klar. Denn diese Urform unserer Ernährung scheint ganz offensichtlich eine Balancierung unseres hormonellen Gleichgewichts zu bewirken. Mhm. Und dies spüren wir, wenn wir das umsetzen. Ich habe jetzt eine Patientin aus Russland, die hat eine Zeit lang jetzt eine ketogene Diät von mir gemacht, aufgrund verschiedener Hintergründe. Und kaum hat sie sie abgesetzt, hat sie wieder eine schlechte Haut entwickelt. Ja? Ihre Tochter genauso. 2 Tage Kohlenhydratfutter, wieder Akne bekommen. Mhm. Also das ist auch gut, dass die Leute das dann mal merken, den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Kohlenhydrat und zuckerreicher Ernährung und entsprechender Entwicklung von Hautproblemen. Hast du Erfahrungswerte, wie lange es geht bei den Damen mit Wechseljahrproblematiken, wie schnell sie auf die ketogene Ernährung positiv reagieren? Ja, das geht relativ schnell innerhalb von einer Woche. Cool. Also nicht verzagen, Dr. Heinz Reinwald fragen und es einfach mal. Sagen, nicht verzagen, Heinz fragen, ja. Super. Du, hast du noch irgendwie eine Quelle, wo wir die Zuschauer verweisen können, um sich näher mit diesem Zusammenhang zu beschäftigen? Vitalshop.tv, Vitalshop.tv und demnächst wird es eine Dr. Reinwald Science.com. geben, auf der ich dann umfangreiches Wissen zur Verfügung stelle. Gut, da kann man alles nachlesen und nachvollziehen. Und ich biete auch an, wenn jemand Interesse hat, kann auch gern über meine E-Mail, über meine Firma von mir direkt entsprechende Publikationen haben. Cool, super. Lieben Dank, lieber Heinz. Immer wieder schön und lehrreich, mit dir zusammenzusitzen und zu sprechen. Ich habe so viel lernen dürfen von dir. Aber vielen Dank auch für den Hinweis, dass der Spitzensport in Deutschland oder dass im Spitzensport in Deutschland zumindest in Teilbereichen endlich auch die ketogene Ernährung angeht. Absolut. Also sie kommt nicht überall an. Ich wusste das nicht,
Also das ist das erste Wort. Ja, ja, also nicht nur in Leipzig, in München haben sie auch versucht, nur waren da zu viele Spieler da und Trainer, die zu stark auf Pizza und Spaghetti fokussiert waren, ganz berühmte Spieler, da war es einfach nicht umsetzbar. Aber auch die, also auch München ist das nördlichste Dorf Italiens, ne? Ja, ja. Aber anscheinend ist der Herr Mosetta und der Jürgen Klinsmann dann auch in die Nationalmannschaft der Amerikaner trainieren gegangen und dann ging ja der Erfolg dramatisch durch. Und das sind einfach Spiegel, die wir uns wirklich, ich sage auch im Autoindustrie, das ist ja auch die Formel 1, der Wegbereiter für die ganze Technik, die noch kommen möge, oder? Ja. Und da scheint die Ernährung in der ketogenen Ernährung im Spitzensport wirklich durch zu sein im Bereich ketogenen Ernährung. Also, Heinz, du warst eigentlich der Pionier. Ich weiß nicht, du hast es vor 20, 25 Jahren, predigst du das schon, oder? Nein, ich war nicht der Pionier. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, im deutschsprachigen Raum mit Sicherheit Dr. Wolfgang Jutz. Ich muss die Fahne hochhalten für meinen Kollegen, der das so 40 Jahre lang gepredigt hat. Hm. Und noch unter anderen Voraussetzungen als ich heute. Hm, klar. Danke, Heinz. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir dürfen Ihnen eine Anregung geben, wie man eben bei Wechseljahrproblematiken umgehen kann oder eben einen Weg versuchen kann, hier mal anzusetzen, statt sofort eigentlich mit diesen Hormonersatztherapien zu starten. Es ist okay, selbstverständlich, können Sie das machen, was Ihr Arzt Ihnen sagt, aber wieso sollte man nicht zuerst eigentlich nur mit einer Ernährung es mal versuchen, wenn es ja klappt? Großartig, dann haben wir alle Freude und sind glücklich darüber. Und das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.